Dieses Video ist in zweierlei Hinsicht sehr, sehr speziell. Zum einen zeige ich dir eine Technologie, die ab jetzt auf uns zukommt und die uns alle enorm unterstützen wird. Und zum zweiten, wir können uns bei diesem Video fragen, wie offen sind wir? Wie offen sind wir Neuem gegenüber? Auch dann, wenn wir es uns nicht vorstellen können. Auch dann, wenn wir noch nie etwas davon gehört haben. Kann ich es einfach einmal zulassen? Kann ich dem Neuen einfach einmal den Raum geben? Ist mir das möglich? Oder reagiere ich reflexartig mit, nein, das kann nicht sein, das kann es nicht geben, davon habe ich noch nie was gehört, nein. Oder sind wir offen? Wenn du offen bist, dann habe ich jetzt etwas für dich. Das ist sehr, sehr speziell. Die Medbetten oder die Tesla-Kammern. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, die Raumfahrer, also die Astronauten, die außerhalb der Erde unterwegs sind, die altern enorm stark, weil ihnen die Erdanziehung fehlt. Das heißt, der Körper ist für dieses Schwerelose nicht gemacht. Und so sind die wieder auf die Erde zurückgekommen und haben einen enorm oder einen stark gealterten Körper gehabt. Und auf einmal hat man davon nichts mehr gehört, weil die Tesla-Kammern im Einsatz waren oder bis heute sind. Nikola Tesla, ein Erfinder in vielerlei Hinsicht, und er hat sich auch mit der Gesundheitstechnologie beschäftigt. Und so sind diese Tesla-Kammern in der Raumfahrt bis heute im Einsatz. Das heißt, diese Astronauten kommen aus dieser Weltraummission zurück, legen sich in diese Kammer und ihr Körper wird wieder jünger. Das heißt, eine 80-jährige Frau, halt dich fest, eine 80 Jahre alte Frau kann sagen, ich möchte wieder 30 sein. Und sie hat wieder feste Haut, sie hat wieder die Möglichkeit, Kinder zu kriegen, sie sieht wieder jünger aus. Und mit dieser Tesla-Kammer ist dieser Verjüngungsprozess möglich. Und es gibt eine weitere Technologie, man sagt auch Medbett dazu, das medizinische Bett. Mit diesem Bett oder mit dieser Kammer ist es möglich, jede Krankheit zu heilen. Jede. Und jetzt kommt's. Unter 3 Minuten. Kannst du dir das vorstellen? Nein, können wir alle nicht. Aber es ist wirklich möglich. Diese Kammern gibt es bereits. Wie arbeitet diese Technologie? Kurz zusammengefasst, es ist notwendig, Plasmaenergie einzusetzen. Plasma entsteht, wenn man fester Materie Energie zuführt, entsteht Flüssigkeit. Wenn man noch mehr Energie zuführt, entsteht gasförmig. Wenn man gasförmig noch mehr Energie zuführt, entsteht Plasma. Und dieses Plasma wird eingesetzt. Und es braucht eine hochentwickelte Computertechnik. Und es braucht ganz spezielle Linsen. Und diese Technologie scannt den Körper und heilt ihn. Das ist wirklich möglich. Und jetzt die Frage an dich. Kannst du solche Dinge, die wir uns alle nicht vorstellen können, einfach so einmal zulassen, diesen Dingen einfach einmal den Raum geben? Wenn ja, dann wirst du dich in Zukunft enorm leicht tun. Denn es kommen noch sehr viele Dinge auf uns zu, die eines benötigen. Offenheit. Das heißt, die Menschen, die offen sind, die werden sich ab jetzt viel leichter tun. Und in diesem Video zeige ich dir eine ganz einfache Technik, wie du dich jetzt gleich positiv infizieren kannst und das Gleiche auch für andere machen kannst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Fitti!